Herzlich willkommen und guten Morgen hier live aus dem Kino International in Berlin, beziehungsweise noch vor dem Kino International, zur Bekanntgabe der Nominierungen zum 71. Deutschen Filmpreis. Es war ja wahrlich ein schwieriges Jahr für den Kinofilm, nicht nur den deutschen. Die Kinos waren über viele, viele Monate geschlossen, aber seit 8 Wochen sind sie wieder offen und überraschen uns quasi im Wochentakt mit herausragenden, großartigen Filmen. Nomadland, Ich bin dein Mensch, Der Rausch, Fabian oder auch Kaiserschmarrn-Drama. Es lohnt sich also mehr denn je, ins Kino zu gehen, sich in fremde Geschichten, in fremde Welten entführen zu lassen. Und sicher ist es im Kino auch noch. In diesem Jahr standen 109 Filme zur Auswahl. Filme, die bereits im letzten Jahr vor dem Lockdown gestartet sind. Filme, die jetzt aktuell im Kino laufen oder in den kommenden Monaten ins Kino kommen werden. Aus diesen 109 Filmen wurden 49 vorausgewählt. Und aus diesen 49 Spiel-, Dokumentar- und Kinderfilm haben die einzelnen Gewerke der Deutschen Filmakademie, das sind über 2000 Filmschaffende, ihre Nominierungen bestimmt. Der Notar Helmut Siegler-Schmidt hat die Stimmzettel ausgewertet und hält die Ergebnisse in verschlossenen Umschlägen im Kinosaal bereit, wo nun die beiden wunderbaren Botschafter des Deutschen Filmpreises Lea van Acken und Lukas Reiber zusammen mit der Staatsministerin für Kultur und Medien Monika Grütters und natürlich unserem Präsidenten der Deutschen Filmakademie Ulrich Matthes die Nominierungen verkünden werden. Ich bin sehr gespannt. Drücke allen die Daumen. Los geht's. Eva und Lea van Acken und freuen uns sehr, euch heute an diesem schönen Vormittag zur nominierten Bekanntgabe begrüßen zu dürfen. Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Wir freuen uns nicht nur sehr, sondern wir sind auch sehr gespannt, wie ihr wahrscheinlich auch, wer dieses Jahr alles nominiert sein wird. Und deshalb verlieren wir auch gar keine Zeit, fangen direkt an. Es gibt 14 Einzelkategorien und schauen wir einfach mal, wen die Mitglieder der Deutschen Filmakademie dieses Jahr zu den Besten ihres Fachs gewählt haben. Lea? Ja. Los geht's. Nominiert in der Kategorie für die beste männliche Nebenrolle sind Thorsten Merten in Curveball, Wir machen die Wahrheit, Milan Peschel in Je suis Karl und Harry Prinz in Enfant terrible. Nominiert in der Kategorie Beste weibliche Nebenrolle sind Meret Becker in Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Lorna Ischema in Ivy wie Ivy und Birgit Minichmeier in Schachnovelle. Nominiert in der Kategorie Bestes Kostümbild sind Barbara Grupp für Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Tanja Hausner für Schachnovelle, Anke Winkler für Jim Knopf und die Wilde 13 und Leonie Zikan für Teils. Für das beste Maskenbild sind dieses Jahr nominiert Nanni Gebhardt Seele und Anna Freund für Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Sabine Schumann für Tides und Daniela Scala für Schachnovelle. Nominiert für das beste Szenenbild sind Matthias Müsse für Schachnovelle, Klaus-Jürgen Pfeiffer für Fabian oder Der Gang vor die Hunde und Julian R. Wagner für Teils. Und nominiert in der Kategorie Beste Kamera und Bildgestaltung sind Frank Griebe für Home, Michael Kotschi für One of These Days und Hanno Lenz für Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Nominiert in der Kategorie für die besten visuellen Effekte sind Dennis Behnke für Teils, Frank Schlegel für Jim Knopf und die Wilde 13 und Michael Wortmann für Schachnovelle.
Und nominiert für den besten Schnitt sind Andrew Bird für A Symphony of Noise, Anja Pohl für Walchensee Forever und Claudia Wolscht für Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Nominiert für die beste Filmmusik sind... Da singst du gleich. Lorenz Dangel für Tides, Martin Tucharov für Enfant Terrible und Ralf Wengenmeier und Marvin Miller für Jim Knopf und Die Welt der 13. Nominiert in der Kategorie Beste Tongestaltung sind Pascal Capitolin und Richard Borowski für A Symphony of Noise, Lars Ginzel, Frank Kruse und Markus Stemmler für Tides, Jonathan Shaw, Simon Peter und Tobias Adam für Space Dogs, Gunnar Vogt, Jan Petzold und Martin Steyer für Schachnovelle, Roland Winke, Lars Ginzel, Noemi Hampel und Dominik Schleier für Nebenan. Und Andreas Wölki, Hubertus Rath und Kai Tebbel für Enfant Terrible. Nominiert für die Kategorie Beste männliche Hauptrolle sind Oliver Masucci in Enfant Terrible, Janis Niewöhner in Je suis Karl und Dan Stevens in Ich bin dein Mensch. So, für die beste weibliche Hauptrolle sind dieses Jahr nominiert Maren Eggert in Ich bin dein Mensch, Saskia Rosendahl in Fabian oder Der Gang vor die Hunde und Luna Wedler in Je suis Karl. In der Kategorie Bestes Drehbuch sind nominiert Oliver Keidel, Johannes Naber für Curveball, Wir machen die Wahrheit, Konstantin Lieb, Dominik Graf für Fabian oder Der Gang vor die Hunde und Jan Schomburg, Maria Schrader für Ich bin dein Mensch. Und für die beste Regie sind dieses Jahr nominiert Dominik Graf für Fabian oder Der Gang vor die Hunde, Maria Schrader für Ich bin dein Mensch und Maria Späth für Herr Bachmann und seine Klasse. Ja, herzlichen Glückwunsch an alle Nominierten. Ja, ein riesengroßes herzliches Glückwunsch auch von mir. Und bevor gleich die Kategorien für die besten Filme von Kulturstaatsministerin Professor Monika Grütters und dem Präsidenten der Deutschen Filmakademie Ulrich Mattes verkündet werden, geben wir euch noch einen kleinen Einblick, was der deutsche Film dieses Jahr alles so zu bieten hat. Genau, und jetzt gut aufpassen, denn hier kommen ganz viele gute Gründe, dieses Jahr ins Kino zu gehen. Und direkt im Anschluss die letzten drei Kategorien. Wir haben so lange gewartet. Auf unser neues Leben. Wie war es früher? Wissen Sie, worum es geht? Zusammenkommen, das Leben feiern, Fortpflanzung. Dann fangen wir jetzt an. Es geht wieder los. Moin Moin. Verhindert mal nicht Tom Kruse. Warum schaut der Detektiv in die Kamera? Wie bitte? Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Ihr werdet einen super romantischen Abend haben. Ich spüre das. Guten Morgen. Auch von mir, euch allen, Ihnen allen da draußen an dem Bildschirm.
Herzlich willkommen, sage ich auch der Dame, die hier neben mir steht, der Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Uli. Ich freue mich, dass wir uns heute hier wieder treffen können, um den Deutschen Filmpreis vorzubereiten und die Nominierungen bekannt zu geben. Gott sei Dank ist ja wenigstens dieser Sommer ein echter Kinosommer wieder geworden. Im Juni konnten wir die Sommerberlinale, das Sommerspecial der Berlinale feiern. Im Juli konnten dann endlich die Kinos wieder aufmachen. Und jetzt im August können wir die Nominierten für den Deutschen Filmpreis vorstellen. Gott sei Dank, wir haben fast 170 Millionen Euro aus unserem Corona-Hilfsprogramm Neustart Kultur auch und gerade für Filmproduktion, für Verleih und für Kinos ausgeben können. Ich hoffe, dass wir alle davon jetzt eine ganze Zeit lang auch zehren können. Das hoffe ich auch. Die Zeiten sind nicht ganz einfach. Ich möchte einen Satz sagen, dass ich die Bilder und die Nachrichten aus Afghanistan wirklich verstörend und schwierig finde. Ich bin da wie viele wahrscheinlich von uns hin und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es eben das weltpolitisch. Auf der anderen Seite ist meine Freude wirklich riesengroß, wieder ins Kino gehen zu können. Wir sind hier in einem wunderbaren Kino, dem International. Heute Abend werden sich diese Reihen hier wieder füllen hinter mir. Insofern muss es auch der Kultur jetzt gelten. Und das gilt es jetzt auch an diesem Vormittag. Wir machen weiter mit den Nominierungen. Es gibt aber zwei Lolas, die ja schon feststehen. Auf der einen Seite ist das die Lola für den besucherstärksten Film. Dieses Jahr geht die Lola für den besucherstärksten Film an Nightlife. Regie Simon Verhoeven, Produktion Wiedemann und Berg. Ich gratuliere sehr herzlich Simon dir und dem gesamten Team. 1,3 Millionen zu Corona-Zeiten, das muss man erst mal schaffen. Das ist echt eine Leistung, also herzlichen Glückwunsch. Und dann haben wir aber noch eine wunderbare Preisträgerin sozusagen aus der Familie des Regisseurs des publikumsstärksten Films. Ja, der Ehrenpreis in diesem Jahr geht an die tolle Schauspielerin, die Senta Berger, die ja tatsächlich zu den berühmtesten und auch bekanntesten, international bekanntesten deutschsprachigen Schauspielerinnen gehört. Und sie ist ja so etwas wie eine Grande Dame der deutschen Schauspielkunst, des Kinos, des Films. Und sie hat im Übrigen ja auch als Präsidentin der 2003 neu gegründeten Filmakademie vorgestanden, viele Jahre lang. Und sie hat auch filmpolitische Akzente gesetzt, weil sie immer für ein innovatives, für ein streitbares, auch dokumentarisches Kino eingetreten ist. Und der Film ist nun mal auch eines der eindringlichsten Medien, die auch politische Themen verhandeln können. Deshalb freue ich mich, dass eine so große Schauspielerin den Ehrenpreis im Oktober dann auch von uns verliehen bekommt. Dem stimme ich aus vollem Herzen zu. Ich muss wirklich sagen, der Ehrenpreis für Senta Berger ist einer der wesentlichen Gründe, weswegen ich mich ganz besonders auf diesen 1. Oktober freue. Also auch von mir einen herzlichen Gruß, sollte sie zugucken, an Senta Berger. Jetzt geht's aber los. Die Lola, nicht die Lola, das war gut, noch nicht die Lola, sondern die Nominierung für den besten Kinderfilm. Möchtest du den Umschlag aufmachen? Ich weiß gerne. Dann mache ich den nächsten lang. So. Der Beste nominiert in der Kategorie bester Kinderfilm ist Die Anderen der Welt, Produktion Eva Kemme, Ansgar Frerich, Tobias N. Siebert, Basis Berlin Filmproduktion, Mongol TV Regie, Bayan Basuren Davar. Und nominiert ist auch Jim Knopf und die Wilde 13, Produktion Christian Becker, Rat Pack, Filmproduktion, Regie Dennis Gansel. Das ist das Ziel. Nominiert in der Kategorie Bester Dokumentarfilm sind Herr Bachmann und seine Klasse, Produktion Maria Speth, Madonnenfilm, Regie Maria Speth. Space Dogs, Produktion Elisa Kremser, Levin Peter, Anne-Kathrin Händel, Raumzeitfilmproduktion, Edworks Medien, Regie ich hätte auch meine
Sie heißt nicht Elisa, sondern Elsa Kremser. Ich muss es ein bisschen weghalten. Das sind so die kleinen Sachen, die... Aber ihr freut euch eh, ob ich jetzt Elisa oder Elsa vielmehr. Du freust dich doch eh, egal ob ich den Namen aufgrund meiner fehlenden Lesebrille jetzt vermasselt habe oder nicht. Also, ja, Space Dogs, juhu. Sorry. Und als drittes, Weilchensee Forever, Produktion Martin Heiser, Flair Film und Regie Jana G. Wonders. Das ist dein Umschlag. Jetzt kommen wir zum besten Spielfilm. Die Nominierung. Nominiert in der Kategorie bester Spielfilm ist Curveball. Wir machen die Wahrheit. Produktion Amir Hams, Christian Springer, Farid Yardim. Bon Voyage Films, Arimedia, Regie Johannes Naber. Außerdem Fabian oder der Gang vor die Hunde. Produktion Felix von Böhm, Lupa Film, DCM Pictures, Regie Dominik Graf. Ich bin dein Mensch. Produktion Lisa Blumenberg, Letterbox Filmproduktion, Regie Maria Schrader. Außerdem Je suis Karl, Produktion Christoph Riedel, Claudia Steffen, Pandora Filmproduktion, Negative Film Productions, Regie Christian Schwocho. Schachnovelle, Produktion Philipp Worm, Tobias Walker, Walker und Worm Film, Dorfilm, Studio Kanal Film, Regie Philipp Stölzel. Außerdem Und morgen die ganze Welt. Produktion Fabian Gasmier, Julia von Heinz, Seven Elephants, Kings and Queens Filmproduktion, Haiku Films, Regie Julia von Heinz. Ich gratuliere wirklich von Herzen allen Nominierten sehr. Ich freue mich mit euch. Ich möchte aber doch dazu sagen, dass es natürlich unter den heute nicht Nominierten auch ein paar herausragende Leistungen in allen Gewerken gibt, die heute nicht nominiert sind. Euch alle, die ihr jetzt enttäuscht seid, drücke ich an mein Herz. Es hat nicht geklappt, aber vielleicht beim nächsten Mal. Ihr habt zum Teil großartige, wunderbare Leistungen vollbracht. Daran wollte ich noch mal erinnern. So. Wunderbar. Wir freuen uns auf die Verleihung des Deutschen Filmpreises am 1. Oktober. Und ich kann nur allen sagen, herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie so wunderbare Filme machen. Am 1. Oktober sehen wir uns alle wieder. Und wer nicht dabei sein kann im Palais am Funkturm, der möge doch bitte das ZDF einschalten um 23 Uhr. Da kann man es auch sehen. Also wir sind vorfreudig. Ich hoffe, ihr auch. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Das waren wir beide und wir alle anderen auch von der Deutschen Filmakademie aus dem wunderbaren Kino international. Und geht ins Kino, kann ich nur sagen. Macht's gut. Ja, tschüss.